Ja, dann willkommen zu unserem Meetup hier in Dresden, wenn auch diesmal wieder nur online. Was wir uns heute angucken wollen, sind mal die, ich sag mal, neuen sozialen Medien, Mastodon und was es da alles noch gibt. Wir werden gleich sehen, das ist nämlich ein ganz bunter Strauß, aus dem wir uns das Sinnvollste immer zusammensuchen können. Das heißt, worüber unterhalten wir uns heute? Natürlich zuerst mal Mastodon stand in der Ankündigung auch groß drin, das ist das Erste, was wir uns unterhalten. Dann heißt es immer Fediverse, was ist denn das? Das gucken wir uns mal kurz an, weil wenn man einmal ein bisschen sieht, wie es funktioniert, kann man auch relativ leicht sehen, wo man sich da einhaken kann. Dann unterhalten wir uns mal über die Frage, wie kann ich denn meine WordPress-Instanz da reinbringen, also meinen Blog oder meine Webseite. Natürlich auch immer interessant die Frage, soll ich wechseln? Und ich denke mal, damit kriegen wir ein gutes Abendprogramm zusammen. Okay, zuerst mal Mastodon, was ist denn das? Mastodon selber wird allgemein gehandelt als so ein Twitter-Ersatz. Das heißt, wenn ihr bisher mit Twitter umgehen konntet, könnt ihr eigentlich auch gut mit Mastodon umgehen. Es ist halt ein Kurznachrichtendienst, das heißt, ihr habt eine begrenzte Anzahl von Zeichen. Ne? Bei Twitter waren 200, was war es, 200 oder 240, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Hier sind es typischerweise ein paar mehr, aber es ist halt beschränkt. Anders als zum Beispiel bei Facebook oder entsprechenden Diensten. Aber der Unterschied ist halt, ihr hattet bisher bei Twitter einen großen Blog, das heißt, es gab irgendwo eine Rechnerwolke von Twitter, ein Rechenzentrum von Twitter. Und da lagen alle unsere Instanzen drauf und die wurden dann jeweils mit dem eigentlichen Handle, also @mgheute für Harald zum Beispiel, adressiert. In der Welt des Fediverse oder von Mastodon haben wir nicht mehr einen solchen Rechner, sondern wir haben jede Menge Server. Ja, es gibt jetzt schon, ich weiß nicht, wie viel, 100 Server. Zu den verschiedensten Gebieten kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Die können alle miteinander sprechen, aber ihr müsst euch halt entscheiden, wohin ihr wollt. Wenn ihr auf einem dieser Server seid und das zum Beispiel dann im Browser aufruft, nachdem ihr euch angemeldet habt, seht ihr sowas wie das jetzt hier. Und das heißt, ihr seht im Endeffekt, einige kennen das übrigens von Twitter noch, ne, die früher mit TweetDeck gearbeitet haben oder immer noch arbeiten. Das sieht so ähnlich aus. Ihr kriegt die Mitteilung, ihr habt eure Startseite, wo alle die Zeitleiste ist mit allen von euch Abonnierten weiterhin. Der Unterschied zu Twitter ist allerdings, dass die hier einfach nur chronologisch angezeigt werden. Twitter hat ja da auch nochmal gemeint, es müsste da umsortieren. Das heißt, bei Twitter wurden Sachen nicht ausgespielt, obwohl ihr sie abonniert hattet, weil Twitter meinte, das ist jetzt überflüssig. Dafür wurden andere, die ihr nicht abonniert hattet, auch schon mal reingestellt. Die Reihenfolge wurde auch schon mal geändert. Einfach alles mit dem Ziel, euch möglichst lange in Twitter zu halten und euch durch möglichst viel Werbung auszuspielen. Das haben wir hier nicht. Dadurch, dass Mastodon über verschiedene Server ausgespielt wird, kann sowieso erstens jeder Server, wäre das erstmal sowieso eine Sache eures jeweiligen Servers. Und zweitens mal, es gibt nur die eine Möglichkeit. Das ist die Möglichkeit, es rein chronologisch auszuspielen. Das heißt, ihr könnt hier immer erkennen, in welcher Reihenfolge ist das gewesen und könnt es so abarbeiten. Und dann gibt es noch die lokale und die föderierte Timeline, da wo einfach alles gezeigt wird, was dem Server, auf dem ihr seid, ist das die lokale Timeline oder was sonst noch in der Mastodon-Welt halt geschieht. Jetzt haben wir schon gesagt, es gibt verschiedene Server. Ne? Das müsst ihr euch wirklich auch jetzt bildlich so vorstellen. Das sind verschiedene Instanzen, die zuerst mal jede für sich selber existieren. Ja, das heißt, wenn einer bei Mastodon Social ist, das ist eine der beiden Instanzen, die der Hauptentwickler von Mastodon auch betreibt, dann ist das eine Instanz. Ne? Wenn einer bei mir auch bei WP Social Net ist, ist das eine Instanz für sich. Wenn einer bei Dresden Network ist, das ist auch eine Instanz für sich, ne, und so weiter.
Und das ist auch, was ihr zum Beispiel in der lokalen Timeline seht. Ne? Da seht ihr alles, was auf diesem Server läuft. Das heißt, wenn ihr auf einem Server seid, wo nur 5, 6 Mann sind, passiert in der lokalen Zeitleiste wenig. Wenn ihr auf einem Riesenserver seid, wie Mastodon Social oder Mastodon Online, dann rauscht das nur so durch, dann ist die schon fast nicht mehr benutzbar. So, und das Zweite ist natürlich, diese Server, diese Instanzen, die können sich alle untereinander vernetzen. Das heißt, wenn wir jetzt, bleiben wir bei dem Bild, ich bin jetzt mal, sagen wir mal, der grüne links, und ihr seid auf dem roten oben, dann ist ja kein Problem. Ich kann euch trotzdem genauso folgen wie ihr mir. Und in dem Moment, wo einer von uns das tut, erscheint bei dem auf dem Server übrigens auch dieser andere Server in der, weil der andere Server dann von meiner Instanz, auf der ich bin, aufgearbeitet wird, der komplette andere Instanz auch in der föderierten Zeitleiste mit. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier seht, der grüne Server, bei dem wir eben mal gesagt hätten, wo ich wäre, der ist jetzt nur mit dem Server oben, dem einen und dem linken unten verbunden. Wenn ich aber jetzt irgendjemand folgen würde, der auf dem gelben Server ganz rechts wäre, wäre dieser rechte Server sofort auch mit in der föderierten Zeitleiste, mit allem, was da drauf ist. Das heißt, was genau in der föderierten Zeitleiste nachher angezeigt wird, also hier in der fünften von links oder zweiten von rechts in meinem Beispiel, ne, das bestimmt sich einfach danach, mit welchen anderen ist das verbunden. Das heißt, ihr könnt hier, ihr habt hier immer ein Abbild, einmal die lokale Timeline, alles, was auf der Instanz passiert, auf der ihr seid. Deshalb macht es vielleicht Sinn, zu einer Instanz zu gehen, nicht zu einer allgemeinen Instanz zu gehen, sondern zu einer Instanz zu gehen, die wo irgendwelche Interessen von euch auch geteilt werden. Also die aus eurer Region kommt, die mit eurem Beruf zu tun hat, die mit eurem Hobby zu tun hat und so weiter. Und dann gibt es die föderierte Timeline. Da sieht man, was im ganzen Rest des Universums, des Fediverse noch passiert. Dieses Konzept hat seine Vorteile. Es kann keiner zentral irgendwas moderieren. Es kann keiner irgendwelchen Algorithmen vorgeben mit irgendwelchen Werbungen oder so weiter. Das funktioniert alles nicht. Es führt aber auch dazu, dass ich nicht mehr ganz so leicht meine Adresse habe, wie es unter Twitter ist. Unter Twitter hatte ich einfach bleiben wir bei Haralds Beispiel von eben, @mgheute. Und damit war das klar. Wenn ich jetzt mehrere Instanzen habe, ist das ja nicht so klar. Denn genau genommen könnte ich nicht nur auf dem grünen, sondern zum Beispiel auf dem roten Server ein mgheute sein. Das heißt, ich müsste die unterscheiden. Und wie machen wir das? Ihr kennt das alle, wie mache ich es bei der E-Mail-Adresse? Da habe ich auch den Namen oder was auch immer ich als E-Mail-Handle nehme, @dem Server. Harald@mgheute.de. Ich glaube, das ist nicht die richtige, aber ist ja egal. Und genauso ist das hier auch. Ich habe dann @mgheute, und dann der Name des der Instanz. Ne? Diese Instanzen selber, wie gesagt, gibt es jede Menge. Gerade da bei dem Namen waren, also so sieht das zum Beispiel aus bei einer Instanz von mir. Wenn er sie aufrufen würde, würde er sie ganz normal aufrufen mit HTTPS, mit dem Mit-Doppelpunkt, habe ich hier vergessen, wpsocialnet/@pretorim. Oder wenn er es in dem System macht, heißt dann einfach @pretorim, genauso wie ihr es von Twitter kennt, aber dann bitte noch @wpsocial.net, so wie ihr es von den E-Mails kennt, hinterher, damit klar ist, dass es der Pretorim eben auf dieser Seite. So, ich hatte mal verschiedene Instanzen gesagt. Wie gesagt, da gibt es die verschiedensten. Es gibt thematische Instanzen. Es gibt zum Beispiel hier in Deutschland 2 Instanzen für WordPress-affine Leute. Das wpsocialnet, was wir betreiben, und dewp.space, was der Simon Kraft betreibt. Die sind ungefähr gleichzeitig entstanden und da hatten wir, als wir es dann sahen, hatten wir plötzlich 2. Es gibt zu bestimmten beruflichen Themen, also in meinem Bereich zum Beispiel gibt es recht.social. Es gibt die zu irgendwelchen Hobbys, ne? Also Metal-Fans, Musikfans, die können zum Beispiel zu metalverse.social gehen. Es gibt regionale Instanzen,
Also hier aus der Gegend wäre das Bonn Social, NRW Social, Social Cologne. Ich glaube, in Aachen, Harald, gibt es auch sowas, ne? Oder Hans-Gert. Ich weiß aber nicht genau, wie es da heißt. In Dresden, Dresden Networks ist auch eine Rieseninstanz. Ich habe eben noch gesehen, mit über 900 aktiven Teilnehmern. Es gibt so ein paar allgemeine Instanzen wie Mastodon Social, Mastodon Online. Das sind so zwei Instanzen, die von Eugen Rockhol, also dem Entwickler von Mastodon, dem Hauptentwickler, betrieben werden von seiner Firma. Und so weiter. Wenn ihr mal auf joinmastodon.org geht, da gibt es so eine Liste mit Servern, die ist nicht, nicht vollständig, bei weitem nicht. Aber da könnt ihr so einen kleinen Überblick kriegen, wo was ist, was euch vielleicht interessiert. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist übrigens, wenn ihr euch auf einem Server nicht mehr wohlfühlt, dann könnt ihr eure Sachen packen und zum nächsten Server gehen. Und ihr könnt bei Mastodon es tatsächlich auch so machen, dass ihr eure ganzen Follower alle mitnehmt. Das heißt, ihr seid jetzt in unserem Beispiel hier auf dem grünen Server, ihr wollt oben zu dem roten gehen, dann richtet ihr euch einfach auf dem roten einen neuen Account ein und dann loggt ihr euch nochmal bei eurem alten Server, bei eurer alten Instanz ein und gebt da in den Einstellungen ein, dass ihr jetzt bei dem roten seid, unter dem und dem Handle erreichbar und schon wird alles umgeleitet und die ganzen Follower werden auch alle umgezogen. Das Einzige, was er noch händisch machen müsste, ist, wenn er die alten Tweets oder Tröts oder wie sie hier heißen, dann mitnehmen wollt. Also wir kennen es alle noch als Tweet von Twitter. Hier heißen sie jetzt Toots oder Tröts, aber ehrlich gesagt, das kommt mir immer noch schwer über die Lippen, weil ich es ein bisschen läppig finde. Also die Beiträge. Okay, also wie gesagt, könnt ihr euch aussuchen, wie ihr Lust und Laune habt. Sei es thematisch, für WordPress-Entwickler vielleicht WP SocialNet oder WPDE Space, das ist wäre die andere, wie gesagt, von Simon Kraft. Beruflich, wenn er was zu eurem Themen findet. Regionale sind auch nicht schlecht. Je nachdem, wo es für euch interessant ist, sucht euch aus. Dünder. Also, das heißt, muss sich jeder Server unterschiedliche E-Mail-Adresse, habe ich verpasst irgendwie, oder? Also unterschiedliche E-Mail-Adresse geben oder? Nö, das kannst du alles mit der gleichen machen. Es geht, ich hatte die E-Mail-Adresse eben auch nur als Beispiel genommen, da hast du es ja auch so, Name at Server, at domain.de. Und genauso hast du es hier halt auch. Der Handle ist ein bisschen länger als bei Twitter eben, weil du die Instanz mit angeben musst. Wow. Das ist alles. Gut, danke. Tim. Huch, das Mikro erst anmachen. Kann man sich das dann quasi so vorstellen, dieses Serverkonstrukt von Mastodon, wie ein Einkaufscenter, wo ein Center ist, aber da sind ganz viele verschiedene Läden drin von verschiedenen Firmen, Starbucks und McDonald's und Klamotten und so weiter. Passt die Analogie? Ja, wenn du es willst, ja. Und wenn du bei dem einen fertig bist und da keine Lust mehr hast, gehst du zum nächsten. Wobei, es ist nicht auf ein Einkaufscenter beschränkt, sondern die können ja weltweit sein. Du bist ja nicht gehindert, auch in das nächste Einkaufszentrum zu fahren. Es ist halt, es gibt viele, aber wie gesagt, wenn ihr nicht wisst, wohin und ihr wollt es nochmal ausprobieren, sucht euch, ich denke mal, regionale sind eigentlich immer ein guter Anlaufspunkt oder kommt hier zu WP SocialNet oder sonst was. Und wenn er dann irgendeinen findet, wo er sagt, da sind jetzt viele drauf, die mich interessieren, dann macht es Sinn, ja vielleicht auch dahin zu gehen, wenn man dann zum Beispiel in der lokalen Zeitleiste schon viel erkennt, ohne dass man den Leuten folgt. Und auch vielleicht damit neue Leute findet, die zu einem passen dann themenmäßig. Ja, dann zieht man halt einfach dahin um. Alles kein Thema. Okay. Also das ist nicht so wie, früher muss ich mich für Twitter oder Facebook entscheiden und ich konnte nicht zu dem anderen umziehen. Das heißt, ich konnte mir bei dem anderen zwar auch einen Account anlegen, aber meine Follower und so konnte ich nicht mitnehmen, sondern die hatte ich entweder da oder ich hatte sie bei LinkedIn oder bei Xing oder sonst wo.
Und hier ist das zumindest unter Mastodon-Servern unproblematisch. Ich kann von dem einen zum anderen jederzeit ziehen. Also ne, deshalb, wenn ihr euch was sucht, nehmt, was ihr wollt. Nehmt vielleicht nicht die ganz großen, also Mastodon Social oder Mastodon Online, da sind zigtausende drauf. Das merkt man auch immer wenn auf Twitter sich was tut, dann kommt wieder so eine Welle rüber zu Mastodon. Und die meisten davon landen auf Mastodon Social oder Mastodon Online. Was regelmäßig dazu führt, dass die Server dann mal wieder für ein, zwei Tage nicht brauchbar sind, weil die in die Knie gehen. Mhm. Wenn das anhält, wirft er zwar wieder neues Material drauf und alles, aber naja, na, das ist halt der Nachteil an diesen Rieseninstanzen. Aber sucht euch einen bei euch in der Gegend oder nach euren Themen aus, da gibt es eigentlich genug. Guckt einfach auch vielleicht mal, wo andere sind, mit denen ihr euch auf Twitter und so unterhaltet. Inzwischen haben ja viele bei Twitter auch ihren Mastodon-Handle zu ihrem Namen dazu geschrieben. Ne? Sucht sie einfach mal da auf. Guckt mal, wo sie sind. Vielleicht findet ihr darüber auch einen, der euch interessiert. Weißt du was über aktuelle Nutzerzahlen und Wachstumsrate von Mastodon? Ja, im Moment sind wir so um die 10.000 bei Mastodon. Aktive tägliche Nutzer. Nicht 10.000, Entschuldigung, 10 Millionen. Ah, das hört sich schon besser an. Aber du musst natürlich aufpassen. Erstens mal 10 Millionen ist weltweit. Da hört es sich schon wieder nicht so groß an. Das ist aber nicht wie Twitter gleichmäßig über die Welt verteilt, sondern Mastodon hat sehr starke Userzahlen hier in Europa, insbesondere in Deutschland und in den USA, hat aber geringere Nutzerzahlen zum Beispiel in Asien oder so, mit Ausnahme zum Beispiel von Japan. In Japan ist es heiß begehrt, weil viele, da gibt es viele Server, die sich zum Beispiel mit Mangas und so beschäftigen. Und wächst im Moment auch gut oder weißt du das? Das hängt, es kommt immer so ein bisschen in Wellen, ne? Es wächst. Und immer wenn Twitter wieder irgendwas verbockt, was ja also alle zwei Wochen vorkommt, dann kommt wieder die nächste Welle an, dann gibt es ja so einen richtigen Schub. Ne? Die Frage ist natürlich auch immer davon, es muss ja auch immer sehen, wenn einer kommt und sowas anlegt, dann ist er zuerst mal ein aktiver User. Klar, weil er hat sich gerade eingeloggt und hat was drauf getan. Aber ob der dann da bleibt, ist ja noch eine andere Frage. Klar. Ne, dann ist das Gleiche, was du auf Twitter, auf Facebook und auf Xing, LinkedIn überall hast. Viele melden sich mal an und danach denken sie nicht mehr dran, da irgendwas drauf zu tun. Ne, ich habe auch noch mein Twitter-Profil. Ich werde es auch nicht aufgeben, weil dann würden andere sich vielleicht den Namen schnappen. Nö. Aber ich habe, glaube ich, das letzte Mal vor 3-4 Monaten reingeguckt. Also, das heißt, ich würde da ein User sein, aber ich wäre nicht mehr aktiv. Ne? Deshalb, hier werden immer nur Aktive gezählt, aber du musst natürlich auch aufpassen, wir haben ja hier ein dezentrales Netzwerk. Mhm. Und die Nutzerzahlen, ich kann dir genau sagen, wie viele auf meinen Servern sind, wie viele auf Rechtssocial sind oder auf WP Social Net, das kann ich dir sagen. Ich kann dir aber nicht von hier aus jetzt sagen, wie viele sind auf allen Netzwerken. Ne, es gibt so Bots, die haben so Mastodon-Accounts, da hat einer einen Bot programmiert, der nichts anderes macht, als alle bekannten Mastodon-Instanzen abzufragen, wie viele aktive Nutzer hast du und die zusammenzuzählen. Inwieweit die Zahl aber zuverlässig ist oder ob es da noch ein Dunkelfeld gibt, weil er gar nicht alle erreicht, ist noch eine andere Frage. Ne? Und andersrum wissen wir auch nicht, oder muss man auch bedenken, es gibt ja nicht nur Mastodon im Fertiverse, sondern es gibt auch jede Menge andere Implementierungen, kommen wir gleich zu. Da sind ja auch noch Leute drin, dass Mastodon das Größte ist. Klar, heißt ja nicht, dass es nur die gibt. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe 10 Millionen aktive Mastodon-User, dann ist damit noch nicht gesagt, dass das das Ende der Fahnenstange ist. Aber ich weiß nicht, wie viele noch zusätzlich drauf sind. Mhm. Ja, okay. Und wie gesagt, es kann auch durchaus sein, dass das wieder mal irgendwann ein bisschen nachlässt, einfach weil Leute natürlich auch Interesse wieder verlieren. Das hast du ja immer wieder. Ne? Ich versuche sowas mal und nachher, ich lege es dann auch mal an, dann ist es doch nicht das Richtige und dann bin ich wieder weg. Ne? Also auch das kann hier passieren. Nach irgendeiner von diesen Riesenwellen, die kamen als
Musk bei Twitter richtig losgelegt hat, da kam das auch danach, da ging es sogar mal ein bisschen zurück kurzzeitig. Na, da kam schon überall die Meldungen, Mastodon schafft es doch nicht und so weiter. Ja, vergesst es. Ne? Also nicht jetzt unbedingt die nur drauf aus sein, was denn gerade aktuell heute die Zahlen sind, sondern das muss man sich schon ein bisschen längerfristiger auch sehen und dann wird man sehen, die Zahlen, die gehen eigentlich ganz gut. Oh. Und ich halte es auch für sinnvoll, wenn es nicht zu schnell wächst, weil dann sind die Wachstumsschmerzen auch nicht so groß. Dann können die Server sich besser darauf einrichten, die Instanzen und so weiter. Okay, also wie gesagt, sucht euch da aus, was ihr wollt. Wenn ihr nicht sicher seid, wie gesagt, ihr könnt jederzeit, nehmt einfach eine und ihr könnt jederzeit wechseln. Die Bedienung ist auch bei allen Instanzen gleich. So, und wenn ihr euch da angelegt habt, dann war es das auch schon, wie gesagt. Danach könnt ihr im ganzen Fediverse euch mit den Leuten unterhalten. So. Die zweite Frage, Sache wäre dann, wir haben jetzt die ganze Zeit geredet von Mastodon und haben immer wieder das Wort Fediverse gehört. Was hat es mit dem Fediverse auf sich? Da muss ich mal wieder mit dieser Grafik anfangen, die kennt ihr von eben schon. Ne? Da haben wir jetzt so verschiedene Inseln, verschiedene Instanzen. Diese Instanzen müssen ja irgendwie untereinander kommunizieren. Da hat es immer wieder verschiedene Anläufe gegeben, die letzten 20 Jahre. Also solange wie es Internet gibt, gibt es auch die Überlegung, wie kann ich sowas miteinander verknüpfen. Ihr kennt sowas übrigens auch, wer schon lange bei WordPress dabei ist. Ne? Da gab es früher auch so eine Funktion, wo zum Beispiel gegenseitige Erwähnungen in Kommentaren und so, sie plötzlich verknüpft wurden. Das ging über die XLM-RPC-Schnittstelle damals. Ne? Da gab es verschiedene Protokolle damit wurde das gemacht. Seit ungefähr gut 5 Jahren, muss man sagen, gibt es dafür ein Standardprotokoll, das ist das sogenannte ActivityPub. ActivityPub ist ein Protokoll für dezentrale soziale Netzwerke. Das ist seit 2018, also jetzt seit 5 Jahren, standardisiert. Und da gibt es einen Standard der W3C drauf. Das stellt einfach zwei Schnittstellen zur Verfügung, nämlich einmal eine API Client to Server und einmal eine Server to Server API. Das heißt, sowohl die API, mit der ihr mit dem Server, auf dem ihr seid, kommuniziert, was dazu führt, dass viele Apps zum Beispiel, die ihr für das Handy oder so kriegt, wenn die mit Mastodon umgehen können, können viele von denen auch mit anderen umgehen. Das ist nicht ganz eindeutig, weil manche werden wir gleich sehen, manche Sachen können auch was anderes noch und dann brauchen sie doch wieder spezielle Apps, aber es gibt durchaus einige Apps, die können da mit mehreren Instanzen umgehen, aber insbesondere ist es ein Protokoll, wie die Server untereinander kommunizieren können. Das heißt, wenn ich mit, Harald, du musst heute mal als mein Beispiel herhalten, tut mir ja leid. Ne? Wenn ich mit Harald kommunizieren möchte, dann ist das vollkommen egal, ob der auf der gleichen Mastodon-Instanz ist wie ich oder auf einer anderen Mastodon-Instanz oder auf irgendeinem ganz anderen System. Hauptsache, das spricht auch dieses ActivityPub-Protokoll. Wenn es das auch kennt, können wir beide miteinander reden, können uns vernetzen, können uns gegenseitig folgen, können unsere Sachen gegenseitig kommentieren, alles. Und der andere wird es auch jeweils mitkriegen. Jetzt, wie gesagt, es ist ein Protokoll, das ist standardisiert, das kann in verschiedensten Anwendungen integriert werden. Und das ist nicht zu viel versprochen, da gibt es tatsächlich die verschiedensten. Ich fange es jetzt mal an, indem ich einfach Analogien mache zu den bisherigen Social-Media-Sachen, die ihr kennt. Na, da gibt es sowas wie Mastodon, im Endeffekt so eine Art Twitter, so ein Microblogging-Dienst. Dann, wer lieber mit Facebook arbeitet, kann sich zum Beispiel Frindica ansehen. Frindica ist im Endeffekt eine Social-Media-Applikation, die ähnliche Funktionalität bietet wie ein Facebook, wie Facebook sie auch bietet. Der Vorteil bei Frindica ist übrigens, wenn ihr das selber hosten wollt, ne? Frindica ist eine PHP-Applikation, das heißt normaler Webspace, PHP, halbwegs aktuell, ohne MySQL-Datenbank und ihr könnt Frindica bei euch installieren. Oder ihr geht auf irgendeinen Server, den es da gibt, aber wie gesagt, den kann man auch selber betreiben, wenn man will. Und dann gibt es so Sachen wie Mobilizen, das ist ein freier Klon von Meetup.com. Leider nicht ganz so gut, aber
Es wird noch. Ne? Wer von euch zum Beispiel bisher bei Reddit war, ne, der findet mit Lemmy auch eine Alternative in diesem Fediverse-Bereich. Wie heißt von Facebook der Bilderdienst nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Instagram? Instagram, genau. Ne? Wer Instagram liebt, wird zum Beispiel mit Pixelfeed klarkommen. Das ist auch so ein Dienst, der nichts anders macht, als einen entsprechenden Dienst wie Instagram im Fediverse bereitzustellen. YouTube gibt es auch eine entsprechende Alternative, zum Beispiel mit PeerTube. Im Audiostream-Bereich Funkwell, okay, wer es will. Ne? Für Podcaster übrigens auch interessant, es gibt noch so Castopod, da kann ich meine Podcasts hosten. Also das, was ich für WordPress zum Beispiel mit Zusatz-Plugins und so weiter mache, kann ich hier mit so einem Dienst auch machen und sie werden automatisch auch an meine Follower gestreut, die mir da zum Beispiel auch folgen können über ihre Mastodon-Instanz und so. Also da gibt es die verschiedensten und die Liste ist nicht abschließend, ihr seht da noch eine Reihe weiterer. Ne? Da gibt es auch Alternativen im Mikroblogging-Bereich, gibt es noch Pleroma oder Miski und so weiter, die verschiedensten Dinger, die alle vielleicht ein bisschen anders aussehen, aber die alle miteinander sprechen können. Ne? Bis hin zu Owncast für Livestreaming oder wer der Nextcloud hat. Bei der Nextcloud gibt es auch so eine Anbindung, die das ActivityPub implementiert und wo man dann so eine Art Twitter-Funktionalität auch kriegt. Da zahle ich allerdings ein bisschen mit Vorsicht. Ich habe es mal ausprobiert, ich bin mit der nicht warm geworden. Also das müsst ihr ausprobieren, ob die euch passt. Ja, aber ich mag da lieber die Instanzen, die dann wirklich sich mit einer Sache beschäftigen, aber das auch dann gut können. Also wie gesagt, da gibt es die verschiedensten Sachen. Wenn ihr also sagt, ja, das Ganze könnte interessant sein, aber ich will was mehr als die 500 Zeichen, die ich jetzt bei Mastodon kriege. Ja, ne? Kein Problem. Nehmt euch eine Frindica-Instanz oder hostet sie euch selber und ihr könnt beliebig viele Zeichen drin haben. Ne? Also auch da gibt es Möglichkeiten genug oder wenn ihr was von den anderen haben wollt. Es gibt auch genug in jedem Bereich Instanzen, wo ihr euch anmelden könnt und sagen könnt, ich will da mitmachen. Also ihr seid nicht nur auf Mastodon beschränkt. So, jetzt hatten wir aber Tim. Ist das Ganze alles immer kostenlos oder erheben Einzelne auch irgendwie Gebühren oder machen Werbung oder irgendwie muss ich das ja auch finanzieren, denke ich mir jetzt gerade so. Also die ich jetzt hier aufgeführt habe, sind alles Open-Source-Anwendungen, die kostenlos benutzt werden. Oder wo man auf die Seiten geht. Es gibt, die sind typischerweise sind nicht kostenfrei. Es gibt zum Beispiel Digital Courage, die sagen, sie hätten gerne, weiß nicht, 1 Euro oder 5 Euro, ich weiß es nicht mehr, für den Account, einfach weil sie damit die Kosten decken wollen für den Server. Mhm. Aber die meisten sind in der Tat komplett kostenfrei. Ob das auf Dauer immer so bleibt, ist natürlich eine andere Sache. Ne? Und ja, es gibt ja inzwischen auch einige, es gibt auch einige große Player, die jetzt auf den Markt kommen und auch in diesem Fediverse mitmischen, also sprich, die auch dieses ActivityPub-Protokoll installieren wollen. Zum Beispiel Tumblr hat es angekündigt, Facebook hat es angekündigt für einen Instagram-Klon, den sie noch selber auf den Markt bringen wollen. Ob die dann immer unbedingt alle kostenlos ist, sei jetzt auch mal dahingestellt. Das ist natürlich dann auch nicht unbedingt sichergestellt. Aber es gibt genug da, die kostenfrei sind, ja. Kann man als Und die, die hier auf den beiden Listen sind, wie gesagt. Als Betreiber, kann man da Werbung schalten oder ist das nicht möglich oder unerwünscht oder irgendwie sowas? Oh. Also ich weiß nicht, wie es auf allen Instanzen, auf den verschiedenen Applikationen ist. Bei Mastodon zum Beispiel, nein. Ja. Ich könnte bei Mastodon, ich kann das Logo austauschen, da könnte ich natürlich theoretisch Werbung reinsetzen, aber wer will das schon da? Ja. Ne? Zumal das auch nicht immer unbedingt sichtbar ist. Du hast es eben gesehen, als ich mal einen Bildschirm hier vom WP Social Net gezeigt habe, da ist nichts drauf, wo man Werbung großartig einblenden könnte. Und die Werbung dazwischen schieben, nein. Da müsste ich tatsächlich den Code von Mastodon entsprechend anpassen. Gut, könnte man ja theoretisch machen.
Ja, aber dann wäre ich auch dran, der müsste den jeweils nachpflegen bei jeder Erweiterung, die kommt. Also das will ich dann auch nicht unbedingt. Mhm. Aber es hindert einen ja keiner, sowas zu entwickeln, wo Werbung reingeht. Klar, wer das unbedingt will, soll es machen. Ja. Die andere Frage ist natürlich, wie viele Leute kommen dann? Ja. Und natürlich nicht vorgefeilt ist, dass Leute Accounts schalten, auf denen sie dann Werbung machen, so wie wir es auf Twitter ja auch viel erlebt haben. Mhm. Ja. Wobei die auf vielen Instanzen nicht sonderlich gerne gesehen sind und da auch schnell unter Umständen wieder rausfliegen. Da muss man dann auch jeweils gucken. Also da ist nicht jede Instanz für geeignet dann auch. Ja, okay. So, das waren jetzt, wie gesagt, hier alles auch Open-Source-Sachen, die wir hatten. Es gibt noch jede Menge mehr, also die ist nicht bei weitem nicht abschließend, diese Liste. Aber da sind so die wichtigsten Sachen drin. Ich denke mal, das Wichtigste für uns ist in der Tat allerdings Mastodon, weil das ist immer die größte Instanz oder die größte Applikation. Die Frage ist natürlich auch, was kann ich da mit WordPress reinkommen in diese Liste? Das heißt, die Frage ist, zum einen mal, kann ich WordPress so anbinden, dass ich zum Beispiel meine, so wie wir es bei Twitter kennen, dass ich meine Artikel bei Twitter oder hier jetzt bei Mastodon ablade, dass ich meine Mastodon-Timeline oder das, was ich da poste, auf meinem Blog angezeigt kriege. Also das wäre so ähnlich, wie wir es bei Twitter haben, dieses Hin und Her. Oder kann ich es sogar so machen, dass ich mit meinem WordPress, mit meiner WordPress-Seite, mit meinem WordPress-Blog tatsächlich wie eine Mastodon-Instanz erscheine. Oder eine Fediverse-Instanz. Sprich, also ich darüber tatsächlich entsprechend auftreten kann. Und wir werden es gleich sehen, alles von dem ist möglich. Ne? Wenn ich also sage, ich möchte meine Timeline, meine Posts aus Twitter gerne, aus Mastodon, auch gerne auf meiner Webseite haben, ne? Da gibt es entweder Plugins für, Include Mastodon Feed Value 1, und schon kann ich es mir in der Seitenbar oder wo auch immer ich es haben will, anzeigen, so wie ihr es kennt. Andere Möglichkeit, die es da auch gibt, Mastodon integriert für jeden Benutzer, für jeden Account in RSS-Feed. Na, also ihr habt eben gesehen, HTTPS WP Social Net at Praetorium wäre mein Handle. Wenn ihr da einfach .RSS dran setzt, habt ihr den dazugehörigen RSS-Feed. Das funktioniert bei jedem Account auf jeder Mastodon-Instanz. Bei anderen nicht unbedingt. Ne? Also wer bei Friendica oder sonst wo ist, da funktioniert es nicht unbedingt. Aber bei Mastodon funktioniert es auf jedem Ding. Das heißt, wenn ihr auf einer anderen Mastodon-Instanz auch tätig seid, ihr könnt auch einfach mit dem ganz normalen WordPress-Blog, da gibt es ja so einen Blog, so einen Standard-Blog, mit dem ihr RSS-Feed einbinden könnt. Ne? Da könnt ihr zum Beispiel direkt euren Mastodon-Feed auch mit einbinden und habt das, was ihr da postet, zum Beispiel auch bei euch auf der Seite. Auch das wäre möglich. Wenn ihr es andersrum haben wollt, also ihr postet was auf eurer Webseite und wollt das auch als Artikel oder zumindest als anderes auf eurem Mastodon-Account haben, auch das, da gibt es dann auch so Plugins für Share on Mastodon. Hier wäre das eine, Mastodon Autoposter wäre das andere. Wobei, ihr seht jetzt hier zum Beispiel, da steht jetzt 500 aktive Instanzen. Das habe ich vor 2-3 Wochen gemacht, die Aufnahme. Heute steht da, glaube ich, 600 oder was. Also das ist jetzt nicht die Welt. Das liegt aber auch daran, dass auf Mastodon diese automatisierten Posts nicht so beliebt sind. Das heißt, wenn ihr jeden Tag 10 Beiträge rüberschiebt, macht es mit sowas, wie wollt ihr das sonst machen? Ne? Das ist zum Beispiel auch ihr Heise Verlagen so, die machen es auch auf genau dem Wege. Wenn ihr aber nur zweimal die Woche oder noch seltener einen Beitrag habt, ne, dann macht euch lieber die Mühe und schreibt einen kleinen Post dazu auf eurem Mastodon-Account nach dem Motto, ich habe da und dazu was geschrieben, hier ist die URL und die wird dann auch entsprechend schön eingebunden, alles, das ist kein Thema, das macht Mastodon automatisch, aber das ist dann sinnvoller als so ein automatischer Post, das muss man auch dazu sagen. Dann, was auch noch ist, ich habe hier mal zwei Accounts von mir. Das eine ist mein privater Account auf WP Social Net und das andere ist ein Verlagsaccount auf Recht.social.
Sieht einer noch irgendwelche Unterschiede zwischen den beiden? Hans-Gerd, fällt dir was auf? Das eine ist Dark Mode schon mal, ne? Ja, das ist eine Dark, das andere White Mode, ja. Wobei der Dark Mode witzigerweise sogar der, ja, das, der Standard ist, aber ich mag den nicht ganz so gerne. Bei Verlag hast du bei Praetor EU hast du ja das Action davor und das hast du bei der anderen Geschichte nicht, das ist da verifiziert. Genau. Ja, ihr kennt das von Twitter, da könnt ihr ja auch, konntet ihr früher ja auch so ein Häkchen kriegen, so ein blaues Badge mit so einem Häkchen drin für einen verifizierten Account. Was Ähnliches gibt es auch bei Mastodon. Auch da könnt ihr eure Sachen verifizieren lassen. Jetzt ist die Frage, wie kann man sowas machen? Es gibt ja keine zentrale Instanz, die zertifizieren kann. Also macht man es ganz einfach, wenn ich hier eine Domain angebe oder eine URL angebe, wie kann ich verifizieren, dass auf der anderen Seite diese Domain tatsächlich meine ist? Ja, ganz einfach. So wie es zum Beispiel auch Google macht, wenn er in die Google Webmaster-Konsolen reingeht oder so, in die Google Search-Konsole, wie macht das da? Indem er irgendeinen Eintrag macht, sei es bei der Domain oder sei es auf eurem Webspace, und da, wie Google ihn vorschreibt und dann kann Google sehen, ah ja, der kann das machen, der hat Zugriff drauf, also vermute ich, es ist seiner. Und hier genauso. Setzt auf eure Webseite, wenn er sie hier verlinkt, auf der URL genau, die er verlinkt hat, also hier auf der Startseite wäre es dann bei mir, einen Link auf diesen Mastodon-Account und schreibt dazu rel gleich me. Also das ist diese Relationalität, dieser Text, die es da gibt. Das ist einer der wenigen Punkte, wo man die noch benutzt. Und schon erscheint er hier tatsächlich als verifiziert. Ne, beim Verlag, bei dem Account habe ich es gemacht, beim privaten Account habe ich es mir geschenkt. Und schon habt ihr da auch die Häkchen dran. Hier nicht in blau, sondern in grün, aber gut, das ist ja egal. Das könnt ihr machen, indem ihr einfach in die Sidebar oder unten in den Footer oder sonst wo entsprechend das Ding reinsetzt. Immer dann denken, es muss dieses rel gleich me dahinter stehen. Ansonsten funktioniert es nicht. Nur einfach ein Backlink würde nicht reichen. Das könnt ihr, wie gesagt, in der Sidebar im Footer machen. Manche von diesen Social Sharing-Dingern, die wir benutzen öfter auf den Seiten, die haben inzwischen auch Mastodon drin. Manche davon sind auch so weit, dass sie tatsächlich in der Lage sind, dieses Rel gleich me zu setzen. Dann funktioniert das damit auch. Andere, wo das nicht ist, müsst ihr dann halt separat setzen. Wenn das bei euch absolut aus irgendwelchen Gründen nicht geht, weil das Team sperrig ist oder sonst was, es gibt auch dafür zum Beispiel ein Plugin, was dann nichts anderes macht, als irgendwo diesen Link einzufügen auf der Seite. Also selbst für sowas gäbe es eine Lösung, aber ich denke mal, die braucht man meistens nicht, das setzt man so rein. Aber das heißt, wenn ihr eine Webseite betreibt, und das tut ihr ja alle, und dann noch einen Mastodon-Account habt, den Link auf eurer Webseite, den könnt ihr euch selbst verifizieren und mit dem Häkchen versehen, indem ihr einfach einen entsprechenden Rücklink aufsetzt. Ist in den Einstellungen übrigens auch erklärt. Ne? Also wenn ihr in den Einstellungen da, wo ihr diese Sachen hier ausfüllt, wenn ihr da seid, wird euch auch gesagt, was ihr machen müsst, um das Häkchen zu kriegen. Okay, und dann bleibt natürlich noch die Frage, kann ich aus meiner WordPress-Instanz ein komplettes Fediverse-Monster machen? Ja, auch das ist möglich. Es gibt dafür ein schönes Plugin, das heißt ActivityPub. Entwickelt von Matthias Pfefferle, der war bisher bei Jonos, hat jetzt angefangen oder fängt jetzt an bei Automatic, die auch das Plugin übernommen haben, um hauptsächlich jetzt tatsächlich an diesem Plugin und der Integration weiterzuarbeiten. Das heißt, da wird auch in Zukunft wohl ein bisschen mehr Dampf sogar noch hinter sein, als es bisher schon war. Und damit könnt ihr tatsächlich aus eurem Blog eine Fediverse-Instanz machen, die übrigens genauso dann auch aussieht, wie ihr es kennt. Ne? Also euer Benutzername auf dem WordPress-Blog, at Domain eures Blogs und ihr seid da. Andere können euch dann folgen,
können auch, wenn sie dann zum Beispiel, das ist das Schöne, wenn sie dann zum Beispiel Kommentare abgeben auf Mastodon zu einem Artikel von euch, würde das auch wiederum bei euch als Kommentar erscheinen. Also auch selbst dann, wenn kommentiert, was ansonsten nie der Fall war, vernünftig. Ne? Wenn einer dann auf diesen Artikel kommentiert, würde das auch wieder andersrum automatisch übernommen und ihr hättet einen entsprechenden Kommentar bei euch. Ich kann es euch gleich mal im Einsatz zeigen. Also ich habe selber, sage ich auch dazu, nirgendwo im Einsatz, weil dieses Plugin und die meisten Caching-Plugins sich etwas beißen. Ich weiß mit Statify, da hat es mir der Simon Kraft jetzt nochmal erzählt, da funktioniert es wohl. Da haben sie es entsprechend angepasst. Bei den meisten Caching-Plugins gibt es tatsächlich ein Problem. Ne? Und das ist der Grund, warum ich es zum Beispiel bei mir nicht im Einsatz habe, leider. Aber ich denke mal, auch dafür wird es noch demnächst eine Lösung geben. Hans-Gerd. Ja, ich weiß nicht, ob wir das vielleicht am Ende machen. Also ich habe tatsächlich dann auch ActivityPub auch eingebunden als Plugin, bekomme da aber eine Meldung, also auch im Website-Zustand, dass die URL, die Autor-URL nicht erreichbar ist. Hier habe ich also als SEO-Plugin Yoast SEO installiert. Aber wir können das gerne auch ganz am Schluss machen. Ist vielleicht besser, oder? Also ist typischerweise nicht ein Problem des SEO-Plugins, sondern wie gesagt des Caching-Plugins. Ah, okay, ich habe WP Rocket hier. Und das ist im Moment ziemlich blöd. Ich habe es auf einer Seite mal installiert gehabt. Mhm. Da schien es zuerst auch nicht. Gut, ich habe dann noch den Webfinger zusätzlich installiert, dann konnte man wenigstens die Instanz erkennen. Konnte es auch abonnieren. Da ging das plötzlich. Führte aber dann dazu, als das nächste Mal der Cache neu aufgebaut wurde, da war irgendwann war der erste Aufruf tatsächlich über das ActivityPub und plötzlich sahen auch alle, die es im Server aufriefen, im Browser aufriefen, ja genau diese technische Ausgabe, die das ActivityPub für die Hintergrundkommunikation macht. Das ist ein bisschen blöd, weil es halt über die normale Startseite läuft und die müsste man dann ausnehmen vom Caching. Ja, oder ich habe jetzt mal gelesen, vielleicht auch die Autorenseite einfach aus dem Caching ausnehmen. Ne? Wollte ich jetzt mal probieren. Da muss man mit spielen dann. Ja, ja. Also ich würde es mit Startseite, Autorenseite mal probieren, die aus dem Caching raus, dann müsste es eigentlich funktionieren. Werde ich mal testen. Danke. Ansonsten, es gibt hier auch, wenn du mal in die Einstellungen von dem ActivityPub-Plugin dir reinguckst, da gibt es ja auch noch so die dezenten Hinweise, man sollte vielleicht noch Webfinger oder Friends installieren. Mhm. Zumindest das Webfinger-Plugin, habe ich gesehen, ist eine ganz gute Idee, weil das sorgt auf alle Fälle dafür, dass zumindest mal die Instanz überall erkennbar ist. Mhm. Okay. Ja, ich wollte nicht so viele Plugins an sich installieren. Deswegen habe ich dann, ich habe das schon gelesen mit dem Webfinger, aber ich wollte also eben, wie gesagt, ich dachte mir, ich nehme einen Plugin, gut ist. Ja, aber weißt du, ob ich zwei kleine performante Plugins habe oder ein großes, das ist dann auch egal, ne? Ja, ja, sicher, genau. Ich werde es auf jeden Fall mal testen. Ja. So, und dann bleibt natürlich noch die Frage, also wie gesagt, damit könnt ihr WordPress insgesamt auch eure WordPress-Instanz komplett da einbinden, wenn ihr wollt. Nur wie gesagt, dann müsst ihr wirklich aufpassen, es könnte Caching-Probleme und so geben, da müsst ihr ein bisschen mitspielen, müsst ihr mal ein bisschen testen dann. Jetzt die Frage, soll ich wechseln? Also soll ich von Twitter oder Facebook wechseln? Ja oder nein? Generell muss man sagen, erstens mal, es zwingt euch keiner zu wechseln. Na, ich kann ja durchaus auch überlegen, ich bleibe bei Twitter, bei Facebook, aber ich probiere es hier zusätzlich aus. Wobei ich aus eigener Anschauung auch merke, ich habe auch ursprünglich gedacht, ich mache es zusätzlich, aber es hat bei mir dazu geführt, dass ich inzwischen kaum noch auf Twitter unterwegs bin, weil beides zusammen ist mir ehrlich gesagt zu viel Zeit, die ich dafür investieren müsste. Und ich nehme dann lieber die Zeit hier sogar inzwischen. Was vielleicht den einen oder anderen überzeugt, Heise Online hat mal einen Artikel geschrieben, die sind ja auch auf Mastodon umgezogen. Die lassen ihre anderen Sachen auch zwar noch weiterlaufen, aber wollen wohl hauptsächlich auch jetzt hier sein.
was die überzeugt hat davon, ist einfach, die haben mal irgendwann gemessen, wie viel Interaktion haben wir auf unserem Twitter-Account und wie viel Interaktion haben wir auf unserem Mastodon-Account. Hintergrund ist natürlich, auf Twitter hat man teilweise dann, ich weiß nicht, wie viele Tausende von oder Zigtausende an Followern. Ne, auf Mastodon sind die Zahlen um den Faktor 10 bis 20 kleiner natürlich. Klar. Weil erstens bin ich noch nicht so lange dabei und zweitens mal gibt es dann natürlich nicht so viele aktive User, wie es immer noch auf Twitter oder Facebook gibt. Der Witz ist aber, dass es wohl derzeit, ob das immer so bleibt, wie gesagt, wissen wir nicht, aber derzeit tatsächlich so ist, dass die User auf Mastodon um einiges aktiver sind, auch eher bereit sind, mal Artikel aufzurufen, die da drin sind, auch eher bereit sind, mal zu kommentieren oder ihn zu boosten, also das ist das Gegenstück zum Tweeten. Wie gesagt, wir wissen natürlich nicht, wie es ist, aber jetzt ist es tatsächlich so, Heise hatte der Artikel, wie gesagt, findet ihr auch immer noch auf Heise Online, der ist noch nicht so alt. Heise hat damals tatsächlich festgestellt, ne, das ist ein Faktor von 10 ungefähr drin, was die Aktivität auf Mastodon erhöht gegenüber Twitter. Und da muss ich dann sagen, ja gut, ne, da lohnen sich dann auch die kleineren Zahlen schon. Hans-Gerd. Ja, was mir wohl aufgefallen ist, bei Twitter lese ich leider nach wie vor immer noch viele interessante Beiträge, die also auf Mastodon nicht eben gepostet werden oder getröttet werden oder wie auch immer. Und da sind auch tatsächlich einige Leute unterwegs, die in Mastodon noch nicht, also interessante Leute aus der Community, die leider auch auf Mastodon noch nicht vertreten sind. Und das ist eben eigentlich total schade. Ne? Hast du auch den Eindruck oder? Ja. Ja, es gibt so ein paar, die ich vermisse, aber ja, inzwischen, es werden immer mehr. Mhm. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn da zum Beispiel mal, es gibt so, im Moment funktioniert es, aber im Moment ist die API von Twitter ja noch offen. Das ist zwar schon angekündigt, dass sie längst geschlossen sein sollte, aber im Moment ist sie noch offen. Das heißt, im Moment müssten diese Wechseldinger noch funktionieren. Es gibt tatsächlich so ein paar Seiten, wenn man auf Twitter mal hingeht und da seine Follower runterlädt oder denen, sagen wir so, denen sagt, hier, das ist mein Twitter-Handle, dann gucken sie sich die ganzen Follower an und gucken, wer von diesen Followern hat zum Beispiel seine Mastodon-Instanz da schon, sein Mastodon-Handle da angegeben. Das machen ja relativ viele. Und dann kriegt man von denen nachher eine schöne Excel-Liste, wo diese ganzen Mastodon-Accounts drinstehen, denen man auf Twitter auch schon folgt. Die Liste kann man einfach bei Mastodon hochladen und schon folgt man denen. Wie lange das noch funktioniert, keine Garantie. Ne? Es gab auch mal einen Mastodon oder eine Fediverse-Instanz, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, Twitter.io oder irgendwie sowas war das, deren einzige Daseinsberechtigung bestand darin, dass man dort sämtlichen Twitter-Followern folgen konnte. Ne, das heißt, wenn man da Hans-Gerd at diesem Twitter-EO oder wie man das hieß, war nicht Twitter-EO, es hieß ein bisschen anders, folgte, dann kriegte man tatsächlich da Updates, alle Updates, die du bei Twitter gemacht hast. Das Problem ist nur, das hat Twitter schon gesperrt. Das funktioniert leider nicht mehr. Also damit hatte ich mir zwischendurch mal beholfen und habe so ein paar Leuten, die ich gerne weiterlesen wollte, die aber nur auf Twitter sind, dann darüber abonniert, aber wie gesagt, das ist leider weg. Aber inzwischen habe ich festgestellt, es gibt sehr viele auf Mastodon inzwischen, denen ich auch auf Twitter gefolgt bin. Also ja, ich vermisse ein paar, aber gut, Verluste sind immer mal. Es gibt eine kleine Suchmaschine, wpseekers.de. wpseeker.de. Ja, jetzt haben wir sie. Wenn ihr da einfach mal ein bisschen sucht zu Themen, die euch interessieren, werdet ihr feststellen, es gibt sehr viele inzwischen, gerade auch im WordPress-Umfeld, die zum Beispiel im Mastodon inzwischen vertreten sind.
Und es gibt noch was bei Mastodon, was mir da sehr gefällt. Wir sind es alle gewohnt, dass wir von Twitter zum Beispiel, dass wir anderen Accounts folgen können. In Mastodon gibt es auch die Möglichkeit, Hashtags zu folgen. Das heißt, wenn ihr in Mastodon einen Hashtag seht, klickt mal drauf. Dann kriegt ihr das so angezeigt, wie ihr es auch auf Twitter kennt, ne, mit allen aktuellen Sachen, die es zu diesem Hashtag gibt. Und dann gibt es da auch so eine dezente Möglichkeit, diesem Hashtag zu folgen. Und schon kriegt ihr alles, was dieses Hashtag hat, automatisch in eure Zeitleiste gespült. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, die es unter Twitter nicht gibt, die ich ganz angenehm empfinde.